So, Leute, wir sind gekommen, um ein paar Butzkellen zu verteilen. Ich habe eine Facebook-Nachricht. Ich sollte vielleicht Facebook im Hintergrund zumachen. Ich habe eh schon wieder viel zu viel Scheiß offen. GZ, jemand benachrichtigt Sie auf Facebook. Meinen ganzen Internetkram zugemacht. Das haben zwar alle Leute jetzt gesehen, aber egal. Okay. Hier ist mal wieder alles weggemetzelt. Der Klassiker. Ah, da ist so ein komischer Diener. Auch wenn ich jetzt die Teufelskanone am Arsch habe, aber egal. Hörst du auf, mich da zu beschießen? Hörst du auf, mich zu betatschen? Ach ja, unsere werten Freunde, die Todesritter, sind ja jetzt auch schon wieder unterwegs. Im Classic hat man immer noch die Ruhe von denen. Aber kaum ist man so in BC-Gebieten unterwegs, schon kommen sie daher, die Todesritter. Ja, mei, ist halt so. Sehr schön, ich konnte noch einen instabilen Funk mal aufbauen. Double kill, fucking double kill. Wir sind viel zu wenig Peons gerade unterwegs. Das sind keine Peons, Alter. Gut, dann sind es halt Diener. Kommt dasselbe. Wegen dem anderen Gebiet ist es selber Modelltyp, da heißen sie Peons. Ist aber fast egal. Ich habe die letzten zwei. Oh, und ich bin Level 60. GZ. So. Ja, da wurde er Level 60. Er wurde Level Was haben 60. wir denn hier? Hand der Reinheit. Ich glaube, für ein Tankpalle ist unbeugsamer Geist nur das Beste, wegen halber Cooldown auf den ganzen Schutzzaubern. Ja, ich bin jetzt auch Level 60. GZ. Brennender Ansturm. Jetzt kann er sich Kann er wieder sich fast wieder selber fast. umbringen. Aber man kann nicht sterben, oder? Ab einem Nee. gewissen. Nee, Nee, sobald du unter sobald du unter 4% 4. Gesundheit bist, dann hört der auf, weil der quasi die Kostenanforderungen nicht mehr erfüllen kann. Ah, oh Mann, ich habe vergessen, die Quest anzunehmen. Du Noob! Ja, dann würde ich sagen, melden wir doch Ini an, oder? Oder wollen wir uns erst fliegen? Ich hätte die Quest hier hinten noch fertig gemacht, weil dann gibt es noch die Quest für den Oberanführer und der gibt ein geiles Trinket. Wir müssen Teufelskanonen Ja. töten, Alter. Oh mein Gott, ich hab Aggro. Es fängt wieder Oh an. mein Gott.
Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, überall Aggro. Ah! Ach, da habe ich immer noch einen Kreuzfahrer auf meiner Waffe hier drauf. Ganz vergessen. Ich wusste ja, ich habe zwei von diesen Schwertern. Der eine davon hat tanzende Stahl und der andere hat einen Kreuzfahrer. Und alle anderen sind sowieso nur Kopien aus dem neuen Erbstückssystem. So. Seid gegrüßt. Seid vorsichtig. So, den machen wir auch noch. Den Dicken töten. Immer auf die Dicken. Ich habe immer noch so viel Erholungsbonus. Finde ich toll. Nicht toll. Ich finde es immer so lustig, wenn man damit durchreitet und dann so eine ganze Armee hinterher fetzt. Einfach alles töten. Ja, mittlerweile kann man das ja alles töten. Früher hätte einem das alles umgebracht. Ja. So. Da schmeißt er gleich seine Höllenbestie rein. Ja, hat sich doch gelohnt. So. Jetzt noch schön das Ding da unterbrechen. Beziehungsweise schließen. So, jetzt kurz Quest abgeben und dann auf zur Ehrenfeste und danach können wir meinetwegen noch ein paar Innis machen. Oh yes. Es kommt zwar momentan immer noch nur Bollwerk im Random, aber was soll's. Ernsthaft, Stamm. Das Licht sei mit euch. Ui, Daddy ist zu Hause. Oh, dann mal auf zur Ehrenfeste. Kommst du? Lol, fail, egal. Ich nehme den Umweg. Ah ja, den Umweg. Okay. Ich warte dann hinten in der Ehrenfeste mal. Genug Geld zum Fliegen habe ich ja noch. Das ist gut. Wie viel kostet Fliegen kaufen nochmal? Ich glaube 2,50. Ah ja. Früher wären es 1000 Gold gewesen. Ja, früher.
Und früher ging es auch erst ab Level 70. Und damals waren das Fliegen nur 60%. Zumindest das normale. Das schnelle hatte damals schon die 280. Ja, aber du musst überlegen, das war damals dann schon eigentlich für den Standard ziemlich schnell. Man hat sich nur damals, wenn man kein schnelles Fliegen hatte, noch überlegt, ob man zu Fuß gegangen ist. Ja. So. Fluglehrer, ja, 200 Gold kostet, wenn man bei Stummen schon ehrfürchtig ist. Und die Fluglizenz holen wir uns auch gleich noch. So. Dann nehmen wir mal ein anderes Mount. Und ab jetzt können wir schön fliegen. Hui. Hui. Looping. Rückwärts Looping. So. Ab jetzt sind wir wesentlich schneller unterwegs. Sehr schön. Oh, macht das Spaß. Oh, gibt mir gleich meinen Lieblingsmount hier. Mit meinem Zufall. Das passt nur leider nicht durch die Gasthaustür rein. Na, zu fett. Drache des Ich würde Südwinds. es. Jo. Ach, mal schnell ein bisschen Zeug verkaufen. Ach, hast du wieder sein Zeug verticken? Ja. Ganzen Heiltränke brauche ich jetzt auch nicht mehr. Das braucht man auch nimmer. Aber bei Runenstoff behalte ich lieber mal. Das geht immer noch gut im AH weg. Ach, das Ding kann man nicht verkaufen. Quest-Item. Na dann, Oberanführer-Quest würde ich jetzt noch schnell machen und danach gehen wir in die, weil das Trinket will ich haben. Welche Quest ist das? Die da. Teil einfach. Moment mal. Hast du die gar nicht? Das ist die da hinten, die man in der Kaserne kriegt. Ob ich die teilen kann, weiß ich gar nicht. Ah, doch, kann ich. Ja, Okay. kannst du. Passt. Weil ich finde, für die Quest gibt es ein super schönes Trinket. Jo. Da fliegt er auf seinem Auf- und Abdrachen da. Ich verstehe nicht, wie man so ein Teil reiten kann. Dem Charakter muss doch spätestens nach 5 Meter schlecht werden. Jetzt weißt du, warum ich immer so blöd schaue. Auf einmal gibt alles Sinn. Quest mit dem Oberanführer, die war früher mal eine Gruppenquest und übelst schwer, wenn man sie alleine machen wollte. Ja, das ist auch eine.
Gruppenquest Ja. gewesen, ne? Mit ein paar Charakteren habe ich es trotzdem solo geschafft. Da war ich aber dann auch wirklich stolz, weil die war damals wirklich schwer. Vor allem Kellen ausgeteilt hat der. Einmal habe ich sie mit einem Druiden gemacht. Also da musste ich mir eine Taktik überlegen. Da habe ich erst mit Katzengestalt angefangen, 5 Kombo-Punkte aufgebaut, ihm ein Zerfetzen reingehauen. Dann habe ich mich hochheilen müssen, im Bärengestalt ein bisschen weiter gekämpft, das Zerfetzen durchticken lassen, habe mich dann immer wieder schön durchgeheilt und dann habe ich irgendwann nochmal im Katze 5 Kombo-Punkte gemacht und habe ihm nochmal ein Zerfetzen raufgehauen. Und zwischendurch immer wieder schön hochheilen. Tja, da ist er umgekippt. So, der Typ könnte trotzdem langsam spawnen. Da schaut er, der Depp. Ja, der will, dass wir ihn kurz einladen. Gut, den Gefallen können wir ihm mal schnell tun. Oh Mann, er braucht der arme Bubi etwa Hilfe. Nee, es geht ihm nur darum, dass wir alle den Kill kriegen, wenn wir den dann hier. Ja, weil er Angst gehabt hat, dass wir ihn doch wegschnappen. Oh, ein Horde-Panda. Nett. Von seinem HP-Pool würde ich mal vermuten, der ist Level 90. So. Den werde ich dann mal wieder aus der Gruppe raushauen. Und jetzt machen wir das. Dann kommen wir eh da unten rein, ins Höllenfeuerbollwerk. Angry Face on Tower, Angry Face on Tower, wir beginnen Landeanflug. Mayday, Mayday, die Triebwerke sind ausgefallen, Mayday, wow! Muss ich mal ein bisschen Leisten neu sortieren. Ach, die Quest geben wir noch schnell ab. So viel Zeit muss sein. Das ist Zaubermacht, das ist Angriffskraft und das ist maximal Gesundheit. Ich nehme trotzdem Angriffskraft, bringt man nämlich auch am meisten. Ersetzen wir das Ding hier mal. So. Lol, Alter. Lol. Was denn das für ein Eimer?